Ich stehe im konkreten Widerspruch dazu, denn tatsächlich ist der Sinn des Lebens ja für jeden individuell und ich stelle generell in Frage, ob es einen Sinn im Leben gibt. Ich mache das am Beispiel von Freguesia fest. Das ist die kleinste Verwaltungseinheit in Portugal, die sich selbst verwaltet. Eine Gemeinde, die nur für sich selbst verantwortlich ist, die niemandem unterstellt, ist quasi eine Enklave. Und so ist der Mensch an sich selbst auch vor dem Sinn des Lebens. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und nicht von außen bestimmt. Aha. Von außen. Ja, Aber also für sich selbst, nicht von außen. im Leben spielt das Außen keine große Rolle. Solange man sich in einer Gemeinschaft bewegt, sind wir ein Teil eines größeren Innerns. Ich mache das am Beispiel einer uns allen bekannten Konstruktion deutlich. Nehmen wir die Stadt Berlin. Berlin ist eine Metropole. Man könnte glauben, ein Moloch an verschiedenen Gemeinschaften, aber auch eine Gemeinschaft in sich. Und schauen wir an, wie so eine Stadt organisiert ist. Ich stehe auf Berlin, sagt man ja, nicht umsonst. Ja, ich bin ein Berliner oder so ähnlich. Ja. So sagt man das und man geht damit eine Frage der Identität ein. Das sagen selbst Leute, die sich ansonsten eher an anarcho-ähnlichen Strömungen zugeordnet fühlen, sagen plötzlich, sobald sie in Berlin sind, sehen sie sich als Teil einer Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist das, was den Menschen ausmacht. Aber gut, dass wir auch noch Mario wieder da haben. Der hat bestimmt da ganz andere Sichten zu. Ja, die Gemeinschaft und das Auf und Ab und all das ist ja nur dann etwas wert, wenn man eben auch etwas leistet. Und als gutes Beispiel habe ich da folgende Geschichte aus dem Jahr 1934. Ja. Da hat nämlich die Friedrich Krupp AG in Essen mehrere neu erworbene Steinkohlebergwerke zu produktiven Verbundanlagen zusammengeführt. Und das ist ein Wagnis gewesen und das zeichnet sich durch Leistung aus, wo die Leute dann einfach individuell für sich sehr viel arbeiten und dadurch ihr Leben bereichert haben. Und da ging es eben maximal ums Auf und Ab von hoch runter ins Kohlebergwerk oder eben nicht. Und alles andere würde ich hier mal außer Acht lassen. Das ist ja Gefasel. Gefasel, Gefasel. Nicht dran? Ich würde Folgendes da ergänzen wollen. Also ich gehe insofern mit, dass der Zusammenschluss, und das wäre ja hier auch eines Ihrer Hauptargumente, tatsächlich einen großen Wert hat. So, und ich würde da den Begriff Agglomeration ins Feld führen. Also wir schließen uns etwas fest an und das nimmt auch Ihre These ein wenig mit des gemeinschaftlichen Agierens. Und dennoch würde ich sagen, besteht jede Gemeinschaft und der feste Zusammenschluss dann wiederum, und da bewegen wir uns im Ab oder beziehungsweise im Gegenpol dessen aus einzelnen kleinen Einheiten, zum Beispiel Siedlungen. Siedlungen, die zunächst verstreut liegen und dann zu einem, um ein Ballungszentrum sich fest zusammenschließen. So. Aber jeder feste Zusammenschluss besteht auch aus losen Einheiten. Ich möchte vorerst einmal einwerfen, dass Sie mit Ihren Fremdworten hier gar nicht imprägnieren können. Dass wir bei kleinen Einheiten dennoch bleiben, finde ich vollkommen in Ordnung. Da stimme ich Ihnen auch sehr zu. Im Sinn des Lebens. Es geht weniger um das Auf und Ab, sondern an den sich, der Sinn, an selbst die Sinnhaftigkeit durch dessen. Und da sind wir tatsächlich bei autonomen Regionen, die sich selbst verwalten, die wir eigentlich im Leben auch nur darstellen. Das heißt, es geht weder um ein Auf und Ab, sondern nur um das Individuum an sich selber. Wie zum Beispiel, wir bleiben mal wieder an dem Beispiel Portugal, das auch einfach einzelne Distrikte hat, die sich komplett selbst verwalten. So ein Distrikt sind wir auch. Wir sollten es am portugalischen Beispiel oder an den kleinen Siedlungen, wie ihr selbst gemacht habt. Portugal als Gemeinschaft und sich selbst, ein Staat, der sich zusammengeschlossen hat. So ähnlich sind wir für uns auch selbst verantwortlich. Jeder macht sein eigenes Leben und darin ist es auch sehr wichtig, sich selbst zu verwalten. Aber sehen Sie denn nicht den Widerspruch? Also, wie sich selbst verwalten, wie soll das funktionieren? In Verwaltung steckt schon die Organisation drin. Denken wir an Staatengebilde, nicht nur Portugal, sondern auch
zum Beispiel Australien, die aus dem Nichts entstanden sind. Gut, es gab dort eine Kolonisierung, das gab es vorher auch schon Gebilde, aber nun sehen wir einmal davon ab. Wir sind an einem Punkt, wo eine Hauptstadt zum Beispiel geplant werden muss. Das ist ein kollektiver Beschluss. Kollektiver Beschluss. Ich lasse mir das mal auf der Zunge zergehen. Ja? Also als Gemeinschaft sich zu entscheiden, wir gründen eine Hauptstadt. Eine Hauptstadt eben wie Canberra. Ja? Die wird einfach gegründet und geplant und strukturiert und aufgebaut zum Regieren von vielen Menschen gemacht. Und alle Menschen haben sich diesem untergeordnet und angeschlossen. Das ist doch ein unleugbarer Punkt. Der nächste. Du bist gemutet, lieber Kollege. Ah. Auch das, ja. Sie hat sich verändert. So, ja, mag ja alles sein. Ja. Ich möchte an dieser Stelle, um meinen Punkt einfach mal zu vertiefen, ein sehr exemplarisches Beispiel nehmen, und zwar eine Metapher. Wir reden ja hier über den Menschen. Aber der Mensch ist ja am Ende auch nur ein Tier, und ein Tier ist ja auch nur eine Pflanze, und eine Pflanze ist ja auch nur ein Stein. In dem Fall Steinkohle. Ja. Steinkohle ist ein schwarzes, hartes, festes Sedimentgestein, durch Karbonisierung von Pflanzenresten entstand und zu mehr als 50% des Gewichtes und mehr zu 70% des Volumens aus Kohlenstoff besteht. Und daran sehen wir Folgendes. Der Mensch muss einfach mit sehr viel Druck arbeiten, um am Ende zu etwas zu werden, das man nutzen kann. Und alles andere ist halt einfach, ich sag's nochmal, Gefase. Sie setzen sich hier mit Dingen auseinander, die uns nicht weiterbringen. Die Gesellschaft ist ein Konstrukt, und zwar ein Konstrukt aus Einzelteilen. Und die Einzelteile, wenn sie Leistung bringen, wie Steinkohle, sind sie wichtiger. Viel wichtiger und viel effizienter und viel besser. Sie reden von Druck. Ja, Herr Kollege, ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ja ein Druck auch nur dann entstehen kann, wenn es einen Gegendruck gibt. Das ist im Prinzip, sind das für mich Synonyme, und ich möchte an dieser Stelle das überhaupt einmal ins Rennen führen, dass wir mit dem Begriff Synonym weiterkommen. Denn auch Auf und Ab sind für mich im Prinzip Synonyme. Bewegen wir uns zum Beispiel auf der einen Seite der Erde, ist das Auf, für die anderen ein Ab. So. Und in diesem Sinne würde ich genauso sagen, dass Ihr Druck oder Ihre Leistung nur dann erfolgen kann, wenn wir die Gegenleistung haben. So, die Leute, die eben Empfänger sind. So, und das geht in diesem Fall ja gar nicht ohne das eine oder das andere. Ich glaube, wir reden, und das sollte uns bewusst sein, derzeit in Synonymen, und im Prinzip arbeiten Sie, das ist Ihnen vielleicht gar nicht so klar, aber das kann auch an Ihrem Intellekt liegen, eigentlich mir zu. Denn wenn wir überlegen, mit dem Begriff Synonym ein wenig weiter zu fassen, haben wir Druck, Gegendruck, Ballung. Wir reden von Strukturen, die eigentlich auch immer eine Gegenstruktur bilden. Wir haben das Auf und das Ab. Und das Individuum, Sie hatten von Individuen. Individuum ist nur möglich, wenn wir eine große Menge haben, also eine große Gemeinschaft. Das ist das Auf und Ab. Wir reden alle vom selben. Alle, gehen Sie alle meiner Theorie nach. Vielen Dank. So, der Nächste, wenn da noch was zu sagen ist. Ja, natürlich. Ich habe noch etwas beizufügen, wo ich gerade wieder sagen muss, dass ich Ihnen da nicht mit, nein, ich kann Sie da nicht befürworten. Ihr Synonym, was Sie erwähnt haben, ist aus dem Lateinischen entnommen. Die lateinische Sprache an sich ist ja schon wegweisend für uns alle gewesen und definiert auch einen großen Teil in dem Sinn des Lebens des Menschen heutzutage, denn der Mensch an sich entlehnt sich als ganz vielen Dingen aus dem Lateinischen. Viele Beiträge, die wir heute schon gehört haben, das Individuum an sich ist aus dem Lateinischen entkommen. Es war wegweisend für unseren heutigen Sinn des Lebens. Und ich würde das gerne in Frage stellen, denn wir beschäftigen uns da sehr viel mit Worten und Gegenständen und Sachlagen, die aus dem Lateinischen kommen, die kulturschaffend für uns gewesen ist. Und das Ganze sollten wir einfach unterlassen und uns selbst Gedanken darüber machen. Nicht immer nur das benutzen, was andere vor uns gedacht haben, sondern sich selbst Gedanken machen über den wirklichen Sinn des Lebens und nicht zurückgehen auf Dinge, die schon andere Leute vor uns gedacht haben. Dankeschön. Nun ja, werter Kollege, werte Kollegin, alle Anwesenden, sich selber Gedanken machen ist schön und gut, aber sich
Das Vergangene hinter sich zu lassen und sich nicht darauf berufen zu können, das ist doch genau das, was damals in der Römischen Republik schiefgelaufen ist. Wir haben hervorragende, wunderbare neue Ideen gehabt, dann, wenn sich die Römer auf die Griechen bezogen haben. Wir haben genau dann Katastrophen gesehen, wie die militärische Zerstörung von vielen Völkern in ganz Europa, wenn wir sehen, dass sie die Griechen hinter sich gelassen haben. Nun, kommen wir also zu einem der wesentlichen und interessantesten Effekte, die das Römische Reich erst möglich gemacht haben. Das ist die Republik. Das ist die Möglichkeit, in einem Parlament gemeinsam Entscheidungen zu treffen. In einer Struktur Entscheidungen zu akzeptieren, auch wenn sie nicht die eigene Meinung exakt entsprechen. Und ich glaube, hier sind wir an der Stelle, was den Menschen wirklich ausmacht. Menschsein heißt, sich in der Gemeinschaft einzufügen und darüber mit der Gemeinschaft als Ganzes hinauszuwachsen. Ich gebe das Wort weiter an den Kollegen. Ich sage, die verrennen sich da alle in irgendwelche Umstände, ja, in Rahmenbedingungen, die mit der eigentlichen Frage, über die wir hier diskutieren, ja nichts zu tun haben. Ich möchte dementsprechend in meiner Metapher bleiben, um das zu vertiefen, ja, so wie Gesteine sich zum Erdinneren auch vertiefen. Ja, ich hoffe, Sie können mir alle noch folgen, wenn ich hier über Sedimente rede. Ja, ich gehe davon aus, dass Sie als Spezialisten sich alle perfekt damit auskennen, worum es hier geht, selbstverständlich. Ja. Und die Stichpunkte, die ich da anführen möchte, geht hier um organische Dinge, um mineralische Dinge und die Einflüsse, die Sie beschreiben, sind Schwerkraft oder strömende Medien, Gewässer, derartiges. Und diese Sachen sind außer Acht zu lassen, wenn wir über die Einzelperson und den Leistungsdruck reden, mit der man sich selber messen muss, um irgendwo anzukommen. Ja? Und alles, was Strukturen dazu beitragen können oder irgendeine ausgedachte Auf- und Abbewegung, möchte ich an der Stelle fast sagen. Ja. Das sind einfach Sachen, die sind im Vergleich zu dem, was man selbst erreichen kann, wenn man sich ein bisschen unter Druck setzt und ein bisschen irgendwo hin will, ist es eigentlich nichtig. Ja. Das möchte ich dazu noch sagen. Das mag im ersten Augenblick plausibel klingen. Aber wenn wir zur griechischen Sprache einmal überwechseln, Sie hatten gerade schon die lateinische angewandt. Ich möchte ein ganz kleines Detail hervorheben, und zwar den Sprachwandel. So, wir bewegen uns eben nicht, und da wären wir in Ihrer Gesteinsmetapher, in etwas Starrem, sondern in etwas, was sich stetig wandelt. Ein Beispiel, im Indogermanischen, ja? Es ist zum Beispiel so, dass es ist ein Wegfall des indogermanischen und frühaltgriechischen Lautes W und des Digammas, des entsprechenden Graphems, ja, die alte Form Vergon, ich erzähle Ihnen da nichts Neues, wurde zu dem attischen Ergon. So. Das heißt, wir bewegen uns in einem permanenten Wandel. Die Sprache wandelt sich, der Mensch wandelt sich. Es ist durch den Wegfall kann erst etwas Neues entstehen. Das ist die Auf- und Abbewegung, die ich doch die ganze Zeit versuche zu beschreiben. Und ja, auch es ist, wenn Sie sagen, es muss, wenn Sie sagen, dass es nötig sei, Leistung zu erbringen, ja, dann braucht es aber, und da benutze ich Ihre Gesteinsmetapher, auch die Ruhe und die Gelassenheit wieder. Man kann mal einen Vulkanausbruch erleben, der sehr, sehr schnell, sehr expressiv ist, und dann erstarrt das Gestein und bildet etwas Neues. Auch hier erleben wir einen Auf und Ab, und das ist vielleicht das Vokabular, das Sie auch verstehen. Wir brauchen die Veränderung, wir brauchen das Auf und Ab, um ein zufriedenstellendes Leben zu führen. Dankeschön. Ich bin inzwischen auch im Indogermanischen bei Ihnen. Allerdings sehe ich das komplett anders als Sie. Denn um es mal zu dem Sinn des Lebens zurückzuführen, ist ein Auf und Ab überhaupt nicht notwendig. Genauso wie der dazugehörige Druck nicht notwendig ist, um den Sinn des Lebens darzustellen. Denn den hat immer noch jeder für sich selber im Indogermanischen. Der ist eine Familie des Ganzen, also ein Sprachenkomplex, wo sich aus vielen gemeinschaftlichen Sachen einzelne Individuen rausgearbeitet haben, die hinterher zu ganz vielen verschiedenen Wortfamilien wurden, die allerdings daraufhin zurückgehen. Einen gemeinsamen Stamm, aus dem sich die Einzelnen rausgebildet haben.
Und deswegen ist es halt so wichtig, dass jeder das in Frage stellt und nicht das macht, was alle machen. Diese eine Sprache an sich wäre einfach gewesen, aber Kultur schafft sich nur durch die Vielfältigkeit und nicht durch ein Auf und Ab eines Einzelnen, der Druck erzeugt. Ja. Ja, das ist... Also, ich glaube, wir sollten alle einen Schritt zurücktreten an dieser Stelle und uns nochmal vergegenwärtigen, über was wir eigentlich reden. Schlussendlich reden wir über Repräsentation von Individuen in dieser Welt. Und ob die nun mit viel Druck erzeugt wurden, wie man das von anorganischen Dingen kennt, ob die nun erzeugt werden, indem Bewegung, Kristallisationspunkte und, sag ich mal, Verschränkungen, die zu Neuem führen, entstanden sind. Oder ob die dadurch entstehen, dass man in die Sprache hineintaucht und dort einfach versucht, tiefer und tiefer zu verstehen, was eigentlich vor sich geht, wenn Individuen generationell auch nach vorne schreiten. Das spielt aber keine Rolle. Worauf es ankommt, ist, dass wir verstehen, wie Einheit am Ende daraus erwächst. Und Einheit ist etwas, was wir in uns sind, was wir aber auch über uns hinaus sind. Einheit und Repräsentation in der Einheit, in der Außenwelt, das ist das, worauf wir versuchen sollten, hinzuarbeiten. Und das spürt man ja auch in jeder Phase unseres Seins, von mir aus auch Kohlefaser, das spürt man und darauf läuft es am Ende hinaus. Wir sehen das in der politischen Theorie, wir sehen das in der Ideengeschichte, wir sehen das in allen Wissenschaftszweigen, dass es darauf hinausläuft, dass die Einheit des Individuums in die Einheit der Gemeinschaft eintritt. Und damit sind wir wieder bei dem springenden Punkt. Die Gemeinschaft ist das, was zählt. Das Glück des Einzelnen kann aber nur aus der Gemeinschaft erwachsen, wenn es denn eine gibt. Und erstmal, muss man so zynisch sein, ist der Mensch für sich alleine. Und um Ihnen das begreiflich zu machen, ja, gehe ich jetzt von diesem doch sehr speziellen Kohlestofffall einfach mal hin zur Chemie, weil die betrifft uns wirklich alle. Chemische Dinge und Atome und all sowas, woraus wir bestehen, das ist etwas, da kann sich keiner gegen erwehren. Und da möchte ich an dieser Stelle sagen, wenn wir den Mensch als das Kohlenstoffatom sehen, das mit allen anderen Sachen reagieren kann, weil es die perfekten Verbindungsmöglichkeiten hat, aus der potenziell eine Gemeinschaft entstehen kann, der Mensch aber selber nur zum Glück befähigt wird, indem er sich beispielsweise mit Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel oder anderen Halogenen funktionell verbindet, dann ist es doch einfach so, dass wir das als den Ausgangspunkt sehen müssen, der hier der wiederum springende Punkt ist und eben nicht diese strukturelle, weil das folgt ja erst daraus. Der Erfolg des Ganzen kann erst aus dem Erfolg des Einzelnen entstehen, wenn derjenige sich als das begreift, was er ist, nämlich jemand, der unter Druck erst gedeiht, wächst und gedeiht. Interessant. Ich würde nicht so weit gehen. Ich glaube, Sie sind gar nicht weit abgerückt. Sie haben einfach nur eine andere Metapher benutzt, um das Gleiche zu sagen. Sie haben die Chemie herangeführt an einer Stelle, um Ihre hanebüchene Theorie zu unterlegen. Haben aber diese in ein anderes Gewand gekleidet und im Prinzip dasselbe Faselige gesagt, faserig, faselige, was sie vorher uns auch schon versucht haben zu verkaufen. Vielmehr möchte ich nun darauf hinweisen, dass es sich ja hier, wenn man um das Individuum streitet, was sie so gerne ins Feld führen, auch vielleicht mit Dialekten kommen kann, ja, das attische Griechisch zum Beispiel. Das ist wiederum, ich sage das nur an dieser Stelle, weil es schon eine sehr, 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 sehr alte Sprache ist und schon damals hatten wir Dialekte. Und der Dialekt, der spricht ja geradezu und schreit danach, in manchen Gebieten auf jeden Fall klingen Dialekte auch mehr nach Geschrei, danach zu untermauern und zu untermalen, dass das Individuum auch immer nach eigenem Ausdruck sucht. So. Wir suchen, streben also nicht nur die Gemeinschaft an, sondern auch den Unterschied. So. Und in diesem Unterschied, das ist das auch ein, wieder eine Form des Auf und Abs, ja? In diesem Unterschied formieren wir uns wieder zu gleichen Einheiten. So.
Wir haben den attischen Dialekt, so als altgriechischen Dialekt. Und wir können das auch ins Heute überführen. So viele Dialekte, die wiederum kleine Gemeinschaften erzeugen, so, aber nur in der Unterschiedlichkeit. So, und da ist das Auf und Ab oder das Hin und Her. Nehmt doch, was ihr wollt, immer noch im Mittelpunkt meiner Beweisführung. Ja, ich bin bei Ihnen, was die Dialektik angeht. Dennoch muss ich Ihnen da widersprechen, denn die Dialekte an sich sind nur Abwandlungen von größeren Sprachen, die in Sprachfamilien kategorisiert werden. In Sprachfamilien eine Sprache, also Familie, da steckt schon das Wort drin, besteht aus ganz vielen Einzelpersonen, die sich alle unterschiedlich herausbringen und jeder eine eigene Meinung zu einem gesamten Thema hat. Und da sieht man, dass die Meinung des Einzelnen unheimlich wichtig ist, um Großes zustande zu bringen. Um eine Familie zu gründen, sind ganz viele Einzelpersonen notwendig. Und erst wenn ganz viele Leute, Individuen in einer Familie eine gemeinsame Sprache sprechen, kann eine Sprachfamilie entstehen, aus der Dialekte entstehen können. Das heißt, sie brauchen erstmal den kleinsten gemeinsamen Nenner, um etwas Größeres zu bilden. Um ein Auf und Ab zu erwirken, brauchen sie Einzelfälle, die sie hier erst haben. Und auf diese Einzelfälle möchte ich eingehen. Das ist das Individuum an sich, der den Sein des Lebens erst erschaffen kann. An dieser Stelle kurz zwischengemerkt, der Widerspruch ist auch ein Ab und folgt nach einem Auf. Und Sie führen den Widerspruch an. Der Wider ist eine Wiederholung. Und zu Wiederholungen gehören Gleichheiten, die nur durch Unterschiede geschaffen werden können. Liebe Kollegen, ihr habt euch da verrannt. Wir befinden uns in einer wissenschaftlichen Diskussion. In der Wissenschaft kommt es auf Eindeutigkeit, Transparenz, Objektivität, Überprüfbarkeit, Verlässlichkeit, Offenheit und Redlichkeit und Neuigkeit an. Und wenn, ohne Ihnen zu nahe zu treten, Sie widersprechen direkt mehreren von diesen Prinzipien. Dies ist nur als Wissenschaft zu lösen, als Ganzes, als Frage des Grundsatzes. Und hierbei ist der Grundsatz zu berücksichtigen, dass wir als Individuen zwar geboren sind, und das sagen Sie doch vollkommen richtig, bilden wir automatisch und per se und direkt folgend, und das sage ich in aller Transparenz und mit aller Eindeutigkeit und der gebührenden Objektivität, bilden wir Familien als kleinste gemeinsame Einheiten. So sieht die Wissenschaft eine richtige Schlussfolgerung, wenn ich das nochmal betonen darf. In unserer heutigen Gesellschaft bildet sicherlich nicht die Familie die kleinste Einheit, sondern die über 50 Millionen Single-Haushalte in Deutschland, die einfach für sich genommen erstmal existieren und die Prioritäten ganz anders setzen. Ja? Und um diese Prioritäten zu setzen, muss man gewisse Dinge auch mal einschränken und auf den Punkt bringen und dementsprechend auch unter Druck setzen, damit etwas daraus entstehen kann. Und in diesem Fall möchte ich einmal auf die mittelhochdeutsche Sprache hinweisen, die zwischen dem Jahr 1050 und 1350 völlig willkürlich da draußen existiert hat. Und dann haben die Leute gesagt, das muss auf den Punkt gebracht werden, das muss vereinheitlicht werden. Und da wurde mit Druck gearbeitet, um ein sinnvolles Ergebnis zu haben. Und also genau dieser Druck, so sieht man die Menschen es aus. Reicht mir. Ich kann von Druck also, jetzt nichts mehr hören. Das kann ich auch so bestätigen. Also mit Druck kommen, nein, ich kann Ihnen da nichts abgewinnen. Es tut mir leid. Und auch Ihre ganze Argumentationskultur widerspricht komplett meiner Grundlage für ein Gespräch. Ich glaube, so kommen wir nicht zusammen. Sie ziehen sich mal in Ihre Eremitenhöhle zurück. Das reicht mir. Ich möchte mich an dieser Stelle auch zurückziehen. Nur als Letztes noch einmal ins Feld führen, dass Sprache und Sprachfamilien immer wieder zu Gegenpolen und apropos Familie, meine Familie ruft mich, es war schön mit Ihnen zu diskutieren, ich möchte mich an dieser Stelle aus der Diskussion rausnehmen. Ich bin raus, ich glaube, ich habe mich verabscheuen Sie sich. Möglicherweise verrannt. Auf und ab hier. Ein ewiges Auf und Ab mit Ihnen. Dankeschön. Das war Go to Philosophy. Ja, Go to Philosophy geht aber nicht zu viel.